Jesus enthüllt die geheimen Waffen Satans. Geistige Kriegsführung, Teil 4. 12. August 2016. Lehrgang von Schwester Claire. Übersetzt und gesprochen von Jackie. Claire begann. Der Herr ist mit uns, Herzbewohner, auf eine wirklich wunderbare Art und Weise. Möge sein Friede und seine Weisheit in unseren Herzen wohnen. Ich weiß, dass einige von euch enttäuscht sind und ich bete für euch. Aber bitte lasst nicht zu, dass der Feind Uneinigkeit sät oder euch aus der Bahn wirft in Sachen Glauben. Ich möchte heute Abend zwei Dinge ansprechen, welche sehr wichtig sind. Ich kann verstehen, warum wir so hart getroffen wurden in letzter Zeit. Dieser Lehrgang des Herrn wird enorm hilfreich sein, die geistigen Angriffe und die geistige Kriegsführung zu stoppen, welche gegen uns laufen. Die Themen sind geistige Kriegsführung und eine gesunde Ehe. Dies ist eine Fortsetzung der Lektionen über Kriegsführung, weil ich Dinge lerne, die eine gesunde Ehe fördern und uns auch helfen, diese Angriffe des Feindes zu eliminieren. Der Herr hat in einer früheren Lektion über Türen gesprochen. Und dass eine Türe sich öffnet, wenn wir in unserem Herzen, in unseren Gedanken oder im physischen Bereich sündigen. Zusammen mit jener Türe kommen Dämonen und immer mehr Dämonen. Wenn jene Türe einmal geöffnet ist, wird sie von vielen Dämonen genutzt, abhängend von dem, was der Herr zulässt. Warum würde also Jesus zulassen, dass ein Christ von Dämonen gesiebt wird? Ganz einfach, weil sie nicht in perfekter Nächstenliebe und im Gehorsam leben. Und wir haben festgestellt, dass die Vorstellung des Herrn in Sachen Nächstenliebe und Wohltätigkeit Lichtjahre von unseren Vorstellungen entfernt sind. So arbeiten die Dämonen. Ein kürzliches Erlebnis aus meinem eigenen Leben. Ich stehe am Morgen auf und fühle mich ein bisschen launisch, in Schmerzen und noch nicht ganz wach. Dann finde ich heraus, dass mein Mann vergaß, die Frischluftzirkulation einzuschalten während der Nacht. Worum ich ihn ausdrücklich gebeten hatte, bevor ich zu Bett ging. Im Augenblick sind diese Zimmer aus Lehmstein sehr heiß und die Katzen, obwohl sie kastriert sind, kamen herein und markierten ihr Territorium. Und ich bin extrem empfindlich für Gerüche und ich brauche Sauerstoff. Und er schließt gewohnheitsmäßig die Fenster hinter mir, weil ihm kalt wird und ich liebe frische Luft. Deshalb war ich sehr verärgert. Nein, das ist nicht richtig. Ich war geradezu wütend. Ich sage es auf eine schöne Weise äußerlich, aber im Innern war es kein hübscher Anblick. Liebling, du hast letzte Nacht die Frischluftzirkulation vergessen im Studio und die Katzen gingen hinein. Es riecht fürchterlich. Natürlich haben wir einen Spray, welcher dies sofort beseitigt. Er gibt mir natürlich einen sehr guten Grund, warum er es vergaß und ich sage, ich vergebe dir. Aber im Innern beschuldige ich ihn, es absichtlich getan zu haben, weil er es liebt, die Fenster hinter mir zu schließen. Also koche ich. Genau in diesem Moment habe ich eine große Türe geöffnet durch meinen Stolz, welcher mich wütend machte.
die Wurzel unseres Ärgers und Gott als dessen Ursprung zu beschuldigen, ist immer Stolz. Ich habe versagt, ihm nachzugeben und Nächstenliebe zu üben. Ich beschuldigte ihn, fälschlicherweise, weil ich vermutete, dass er es absichtlich tat. Jetzt beschuldige ich ihn, dass er lügt. Ich koche im Egoismus, in Wut, in Stolz, in Feindseligkeit, in einem kritischen Geist und falscher Beschuldigung. Und viele Türen mit vielen Dämonen wurden gerade geöffnet. Und das am Anfang meines Tages. Leute, ich bin keine Heilige. Ich habe viel Stolz und ich kann das daran erkennen, weil ich wütend und ärgerlich werde, wenn etwas nicht so läuft, wie ich will. Ich möchte das verdeutlichen. Ich ärgere mich. Ich werde ungehalten, ich beschuldige und ich erwarte Perfektion. Ich hege Groll, im Stillen denkend. Er wird es wieder tun, also musst du alles prüfen, wenn er im Bett ist. Ich bin die schlimmste Last für mich selbst. Also habe ich in den ersten 15 Minuten meines Tages die Tür für die Unterdrückung während des ganzen Tages geöffnet. Außer ich tue Buße und bitte um Vergebung und mache es wieder gut. Und auch dann gibt es keine Garantie, dass der Herr die Dämonen stoppt. Selbst wenn ich Türen schließe, bereue und mich entschuldige, habe ich trotzdem gesehen, wie mich die Unterdrückung den ganzen Tag verfolgt. Und wenn ich einen Freund, der das prüfen und erkennen kann, bitte, für mich zu beten, dann sieht er immer noch offene Türen, zusammen mit Dämonen, welche direkt mit ihnen angetanzt kommen. Dies ist nicht einfach, ihr Lieben. Wir brechen auf, um unser Fleisch zu besiegen. Dinge, die uns reizen, die uns unangenehm sind, die zu langsam geschehen, die Dinge, die sich uns entgegenstellen, Dinge, welche Jahre zurückliegen und zu einem Reizthema wurden zwischen uns und unserem Ehepartner. Und sie öffnen sofort Türen. Und einige dieser Türen waren niemals verschlossen und die Dämonen, die durch sie hereinkamen, wurde nie hinausgeworfen, weil wir immer noch Groll hegen. In einem solchen Fall bitte ich den Heiligen Geist, mir zu helfen. Ich bereue und bitte meinen Mann um Verzeihung. Ich bitte den Herrn um Vergebung für meinen Stolz und auch meine Undankbarkeit, dass ich einen Ehemann habe. Meine Unwilligkeit, ein bisschen zu leiden und es loszulassen, nicht nur im Gespräch, sondern auch in meinen Gedanken und in meinem Herzen. Wenn wir diese Dinge mit uns herumtragen, werden wir krank. Wenn wir einmal eine Türe geöffnet haben und die Dämonen hereinkommen, koten sie überall herum in unserer Seele. Und dann verdirbt es und es baut sich auf. Rick Joyner spricht in einem seiner Bücher darüber. In der Zwischenzeit bekommt Ezekiel eine Verurteilung, dass er kein guter Ehemann ist, Misstöne von seiner Frau, Ärger, weil er es mag, wenn die Fenster geschlossen sind, und warum kann ich nicht damit leben? Ich muss sie einfach immer offen haben. Verurteilung, weil er es vergessen hat, da er sich nicht gut fühlte. Verurteilung, weil er es nicht vergessen hat, aber sie einfach schließen wollte. Und jetzt muss er auch noch mit Lügen fertig werden. Er hat schon mehrere Türen geöffnet und die Dämonen kommen herein und fühlen sich sofort zu Hause und hinterlassen ihren ekelhaften Kot auf seiner Seele.
Ich möchte mit euch teilen, wie die Dämonen normal arbeiten. Ein kritischer Geist, Egoismus, falsche Beschuldigung, Ungeduld, Verurteilung, Frustration, Feindseligkeit, Spaltung. Das ist ein großer Dämon und all diese anderen Gesellen operieren unter jenem. Stolz, Angst, Trauer, Kummer, Isolation, Entfremdung, Einsamkeit und Selbstmitleid. Dann gibt es Energievampir-Dämonen, welche das Leben aus uns heraussaugen. Besonders, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, in Läden, Einkaufszentren und so weiter. Da gibt es Energiefelder, welche auf einer gewissen Frequenz arbeiten, welche uns von unserer Arbeit abgrenzen und von anderen, genauso wie unsere Stimmung manipulieren, durch den Einsatz von elektromagnetischen Schwingungen. Eine Person kann mehr als ein Energiefeld um sich haben und jedes Einzelne hat eine eigene Funktion. Also werden wir von verschiedenen Quellen unterdrückt. Offene Türen, Dämonen, welche durch die offenen Türen eintreten und in uns arbeiten. Energievampir-Dämonen, welche ich im Übrigen mit dem Blut von Jesus in die Flucht schlage. Mehrere Energiefelder, welche unsere Gefühle und Gedanken von unserer Arbeit und anderen Personen isolieren, meistens von unserem Ehepartner. Normalerweise, wenn ich ins Gebet gehe, haben wir beide solche Energiefelder. Er hat eines zwischen sich und mir und ich habe eines zwischen mir und ihm. Bevor wir gegen diese Energiefelder gebetet haben, haben meine Katzen mich und einander gemieden. Sie waren überall hin verstreut. Da gab es eine eigenartige Distanz und Gleichgültigkeit. Sie verschwanden immer für ein paar Stunden und das war ungewöhnlich, denn sie schliefen normalerweise immer auf dem Bett. Wir haben gebetet und entdeckten Isolations-, Entfremdungs- und Angstdämonen. Wir beteten und sie waren weg und in den Abgrund gesandt. Innerhalb des nächsten Tages schliefen all unsere Katzen wieder auf dem Bett und spielten miteinander. Sie kuschelten und folgten uns, um gestreichelt zu werden. In nur einem Tag gab es einen deutlich bemerkbaren Unterschied im Verhalten. Diese Dinge sind so real. Wir haben auch festgestellt, dass unser Hund niedergeschlagen war. Diese Gebete haben einen riesigen Unterschied bewirkt. Diese verschiedenen Energiefelder stehen auch im Weg, wenn wir um Heilung beten für eine andere Person. Betet folgendes Gebet: Im Namen, über allen Namen, Jesus, befehle ich allen Energiefeldern, sich aufzulösen, und sie sollen nicht ersetzt werden. Ich rufe die heiligen Engel, dieses Vorhaben zu schützen, Wache zu halten und alle Eindringlinge aus allen Quellen davon abzuhalten, sich in irgendeiner Weise einzumischen. Das ist aus der Botschaft vom 30. Mai 2016, wie der Feind unsere Kreativität blockiert. Fühlt ihr euch ein bisschen distanziert von eurem Ehepartner? Dann habt ihr fast sicher solche Energiefelder, die euch trennen. Sie werden auch als abgrenzende Zäune genutzt, um euch von eurer Arbeit und voneinander zu trennen. Als wir auf dem Berg lebten und Schafe züchteten, nutzten wir abgrenzende Zäune, um sie nachts in ihre Gehege zu bringen. Diese sind sehr ähnlich, aber sie werden von Energiewirbeln verursacht und nicht von Drähten eines Geheges.
Da gab es abgrenzende Energiefelder zwischen dem Gemälde von Jesus und mir, zwischen meiner Musik und mir, zwischen meinem Mann und mir und zwischen meinen Tieren und mir. Da gibt es auch hindernde Blöcke. Sie können die Größe eines riesigen Kalksteines haben oder Blöcke aufeinander gestapelt sein, 9 Meter hoch und 9 Meter breit, welche uns daran hindern, etwas für den Herrn zu tun, selbst unter Gehorsam. Und da kann es viele geben, in jedem Bereich, viele Türen, viele Dämonen, viele Energiefelder, doppelt und dreifach. Es wird überwältigend. Eines, um uns von unserer Arbeit zu trennen. Eines, um uns von unserem Ehepartner zu trennen. Eines, um uns von unseren Tieren zu trennen. Und auch eines, das uns davon abhält, dass wir uns um unseren Dienst kümmern oder unsere Arbeit erledigen. Ich habe dies mein ganzes Leben lang gefühlt, aber ich wusste nie, was ich dagegen tun kann. Manchmal sind sie weg nach der Anbetung. Manchmal beantwortet der Herr unser Gebet und wir fühlen Erleichterung. Werden sie durch eine sündige Angewohnheit aufrechterhalten? Ja, das ist der Kernpunkt in dieser Angelegenheit. Wenn wir uns wieder ärgern über etwas, was uns zuvor gestört hat, wird sich jene Türe wieder öffnen. Und immer wieder. Und es ist wie auf einem Karussell, bis wir beschließen, dass wir nicht mehr auf die gleichen Tricks hereinfallen. Vielmehr zeigen wir heilige Nächstenliebe und sagen nichts, denken nichts und fühlen nichts. Ich besitze jene Selbstkontrolle nicht, aber ich weiß, wer sie hat, und ich bitte ihn um Hilfe. Dies ist eine der Früchte des Geistes. Er gab mir gerade das Rema. Gott wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht, getestet oder gequält werdet. Seine Hilfe wird immer der Prüfung angepasst sein, welche er sendet. Also arbeiten wir zusammen daran. Was ich hier als Schwerpunkt festhalten möchte, ist, dass wir unser eigener schlimmster Feind sind. Wir öffnen Türen für die Unterdrückung durch unser schlechtes Verhalten. Nicht schlecht wie jemanden zu erschießen oder von der Einkommenssteuer zu stehlen. Schlecht im Sinn von gegenüber einem anderen Groll und Feindseligkeit zu hegen. Sogar über 20 Jahre oder länger, und das für die kleinsten Ärgernisse. Diese Erkenntnis hat mich direkt von meinem hohen Ross geworfen. Realisieren wir, dass wir Dämonen hereinbitten durch das, was wir denken und fühlen? Nicht nur durch das, was wir sagen oder tun. Unsere Einstellung und Haltungen werden zu Gewohnheitssünden. Aber denkt daran, was er uns zuvor gelehrt hat. Jegliche Kritik verwundet eine Seele, obwohl sie es sich nicht bewusst ist, woher sie kam. Es schmerzt und schwächt sie. Wir können unseren Mund verschlossen halten und ein süßes, niedliches Lächeln aufsetzen. Aber in unseren Herzen gibt es eine Jauchegrube voller Feindseligkeit und Frustration, welche nur auf das nächste Mal wartet, wo jene Person unseren Weg kreuzt. Was tun wir also? Nun, wir können um ein Gebet von einem guten Freund bitten. Wir können Türen schließen, Dämonen binden und sie alle in den Abgrund senden und niemals Vergeltung üben. Dann sind die Türen verschlossen und die Dämonen müssen gehen. Aber dann müssen wir lernen, wie wir in Zukunft mit Nächstenliebe reagieren.
wenn wir belästigt oder wütend werden. Dies hängt mit Stolz und Egoismus zusammen. Ich will es so, wie ich es will, und du kannst es nicht so haben, wie du es willst. Nun, Ezekiel und ich haben an einem Kompromiss gearbeitet. Schließe das Fenster ein Stück, aber lass es einfach ein bisschen offen, damit frische Luft hereinkommt. Wir beide treten etwas ab zum Wohle des anderen. Ich habe nicht alle Antworten, aber ich weiß, dass sie ihm mit Gebet in die Flucht geschlagen werden können. Sind wir aber bereit, uns danach anders zu verhalten? Dies ruft nach übernatürlicher Nächstenliebe, und der einzige Ort, an welchem dies zunehmen kann, ist in der Gegenwart des Herrn, indem wir ihn anbeten und seine Liebe annehmen. Und wenn wir herausfinden, wie geehrt und geliebt sich unser allmächtiger Gott fühlt, dann saugen wir seine Güte auf und wollen sie an andere verschwenden, welche Liebe nötig haben, ja sogar an unsere eigenen Ehepartner. Wir werden dankbar und loben Gott für die guten Dinge in unserem Leben, anstatt dass wir uns bei ihm beschweren, dass unser Partner die Fenster schließt hinter unserem Rücken. Und das ist genau der Grund, warum dieser Kanal so unter Angriff stand. Jene, die Jesus wirklich nahe kommen in dieser reinen und anbetenden Art, werden befähigt, ihre belanglosen Vorlieben und Abneigungen zu überwinden, um einander mehr zu lieben als sich selbst. Und das schließt Türen, und die Dämonen können nicht mehr so einfach eintreten. Anstatt in Feindseligkeit zu reagieren, reagieren wir mit übernatürlicher Liebe. Die Türen bleiben verschlossen und die Dämonen bekommen keine Erlaubnis, uns zu unterdrücken. Also warten sie und warten. Sie provozieren uns mit einem Ding nach dem anderen, bis wir schlussendlich platzen und darauf reinfallen. Leute, Satan ist verärgert und er fühlt sich von allen bedroht, die eine reine und vertraute Beziehung mit Jesus haben. Er ist wütend und alle, die dies so lehren, werden verfolgt. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Seele wie Kariobe, die beschuldigt wird, dass sie sinnliche Liedtexte schreibe. The more I seek you, je mehr ich dich suche. Dieses Lied spricht über eine geistige Liebesaffäre mit Gott, genau wie der Evangelist Johannes sie hatte mit Jesus. Johannes lehnte sich an das Herz des Herrn. Johannes 13,23. Und hier haben wir die Worte jenes Liedes: Je mehr ich dich suche. Ich will zu deinen Füßen sitzen, aus dem Becher in deiner Hand trinken, mich an dich lehnen und atmen, deinen Herzschlag fühlen. Diese Liebe ist so tief, es ist mehr, als ich ertragen kann. Ich schmelze in deinem Frieden, er ist überwältigend. Dies ist ein gewaltiges und lebendiges Beispiel einer Seele, die völlig verliebt ist in Gott. Und sie führt andere an diesen Ort der Reinheit und Vertrautheit. Aber sie wird der Erotik beschuldigt. Dies ist wiederum ein religiöser Geist, der gleiche Geist wie bei den Pharisäern. Der Chef der Synagoge war verärgert, dass Jesus am Sabbat heilte. Da gibt es 6 Tage für die Arbeit, sagte er der Menschenmenge. Kommt also an jenen Tagen und seid geheilt, und nicht am Sabbat. Und der Herr antwortete: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch seinen Ochsen oder Esel los am Sabbat und führt ihn zum Wasser? Lukas 13, 14 und 15.
erlaubte Jesus nicht Johannes, seinen Kopf von seiner Brust auszuruhen und seinen Herzschlag zu hören? Ich werde keine Vermutung äußern über die Motive solcher nichtbiblischer Kritiken, aber das Resultat ist, dass sie Menschen entmutigen, sich auf diese reine Art und Weise in Gott zu verlieben und in ihm zu ruhen, damit er neue Heilung, Erkenntnis und Salbung übermitteln kann. Dies ist, woher die Kraft kommt. Darin liegt die Kraft, unser Fleisch zu überwinden. Die Dreieinigkeit erfüllt uns mit Liebe, Stärke, Weisheit und Salbung während dieser intimen Gebetszeit. Wenn wir in der Gegenwart des Herrn gewesen sind und die Salbung wirklich fließt, fühlen wir uns wunderbar und es ist kein Problem, aus dem Gebet zu kommen und diese dummen, kleinen Dinge zu übersehen und unseren Bruder mehr zu lieben als uns selbst. In Wirklichkeit sind wir so verliebt, dass wir es als Chance sehen, Jesus selbst zu lieben. Wir öffnen keine Türe für Stolz und Egoismus, weil wir so erfüllt werden mit Nächstenliebe in der Gegenwart Gottes. Das ist der Grund, warum Satan uns und jeden anderen Kanal und jede Bewegung verfolgt, welche Reinheit und Intimität in der Gegenwart von Jesus lehrt. Die Dämonen nehmen die Dinge aus dem Kontext, verdrehen sie und sie setzen den Menschen Lügen in den Kopf. Wenn sie selbst Reinheitsprobleme haben oder gefangen sind in Lust oder Pornografie, dann dichten sie den reinen Gefäßen unreine Motive an und verbreiten Lügen, welche die unschuldigen neuen Christen dazu veranlassen, Angst zu bekommen, dass sie in die Hölle gehen, weil sie Jesus rein und unschuldig lieben. Dies sind jene, von welchen in 2. Timotheus 3,5 gesprochen wird. Eine Form von Göttlichkeit habend, aber deren Kraft leugnend. Und sehr oft werden auch jene verfolgt, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und in Zungen sprechen. Sie sind sich einfach nicht bewusst, welchen Schaden sie anrichten. Alles, was wir tun können, ist, ihnen zu vergeben und zu beten, dass Gott ihre Augen für seine Kraft öffnen wird und dass sie in seine intime Gegenwart eintreten, in absoluter Reinheit und leidenschaftlicher Nächstenliebe. Denn genauso fühlt er für uns. Ohne von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu sein und von den Strömen der lebendigen Wasser, welche aus dem Herzen von Jesus fließen, können weder junge noch alte Christen einem kritischen Geist oder Egoismus widerstehen. Sie können nicht aufhören, Türen zu öffnen durch Urteil, Stolz und Egoismus. Also jubeln die Dämonen und stürmen jedes Mal herein, wenn sie scheitern, Nächstenliebe zu üben. Und sie werden ernsthaft unterdrückt und kritisieren alle und alles Gute. Sie schauen nicht auf die Frucht eines Dienstes, sie finden nur Fehler und zerstören den Glauben der jungen Christen, die hungrig sind nach Gott auf eine unschuldige Art und Weise. Wenn wir uns in Jesus verlieben, wollen wir ihm niemals wieder wehtun. Wenn wir unser Leben Jesus schenken aus Angst vor der Hölle, leben wir nicht in seiner Liebe. Wir handeln aus Furcht, welche nach einer Weile verblasst. Aber wer unter uns will mit jemandem leben, der 24 Stunden, 7 Tage Angst vor uns hat? Angst veranlasst uns zu misstrauen, gesetzlich und steif zu sein und einen falschen christlichen Glauben zu leben, aufgrund von Regeln und nicht aus Liebe.
Ich sage euch all diese Dinge, damit ihr versteht, wir sind in einem Krieg und unsere Seele ist die Beute. Wenn ich nicht genug süße Zeit bekomme mit Jesus, werde ich müde, mürrisch, ungeduldig, richtend und so weiter. Dann öffne ich Türen und die Unterdrückung kommt, buchstäblich hereingeflogen. Wie werden wir also diese Türen los? Nummer 1 ist eine Hingabe in Heiligkeit und Nächstenliebe. Dann müssen wir die leidenschaftliche Liebe auffüllen, welche Jesus für uns empfindet. Wir müssen ihn, unsere verwundeten Geister und Seelen heilen lassen, indem wir in die Anbetung kommen und in seiner Gegenwart ruhen, ihm erlaubend, dass er uns auf eine Reise in den Himmel mitnimmt, oder auf einen Spaziergang, oder er lässt uns unseren Kopf auf seinem Herzen ruhen. In diesen Zeiten fühlen wir diese kostbare Liebe. Wir sind verbunden und werden mit Gnade angefüllt. Wenn wir sehen, wie sehr er uns liebt, fangen wir an, uns selbst zu akzeptieren, wer wir sind, und andere für das, wer sie sind. Und dann legen wir die Seziermesser der Kritik nieder. Wir müssen zuerst in der Lage sein, uns selbst zu lieben, ansonsten wird Eifersucht und Angst in der Beziehung untereinander dominieren. Wenn wir uns gut fühlen, wollen wir niemanden kritisieren. Wenn wir uns selbst mies fühlen, gehen einem alle auf den Wecker. Erkennen wir also unsere Fehler? Tun wir Buße dafür und bitten Gott um Vergebung und Stärkung, um weitergehen zu können und nicht mehr zu sündigen? Sagen wir uns laut los von diesen Geistern und gehen in die Anbetung? Lassen wir die Musik unser Herz ihm gegenüber ausdrücken? Ruht in den Worten. Wenn wir Jesus begegnen, ruhen wir in ihm. Füllen wir uns auf in seiner Gegenwart, egal, ob wir ihn sehen oder nicht. Die Schrift sagt, ich bewohne die Lobgesänge meiner Leute. Psalm 22,3. Also wissen wir aus jener Schriftstelle allein, dass wenn wir ihn loben, dass er bei uns ist. Er ist da. Komm in seine Höfe mit Lob und Danksagung. Psalm 100, Vers 4. Lasst uns deshalb fortwährend Gott ein Dankopfer darbringen, die Frucht unserer Lippen, welche seinem Namen Dank darbringt. Hebräer 13, 15. Kommt zu mir alle, die arbeiten und belastet sind, und ich werde euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig im Herzen, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, 28 und 29. Das sagte der Herr, euer Gott, der Heilige von Israel. In der Rückkehr und Ruhe seid ihr errettet. In der Stille und im Vertrauen liegt eure Stärke. Jesaja 30, 15. Wenn wir aus der Anbetung kommen, sollten wir uns erfrischt fühlen, denn wir haben den Saum seines Gewandes berührt und Gnade ging von ihm über auf uns. Er hat uns vieles gelehrt über diese Intimität und Reinheit. Dann üben wir die Liebe, die wir fühlen, an anderen aus. Wenn wir anfangen, uns gereizt zu fühlen, dann hören wir sofort auf und bitten den Heiligen Geist, uns von dieser schlechten Angewohnheit zu befreien. Irgendwann wird man diese dämonische Unterdrückung so leid, dass uns dies von unseren sündigen Gewohnheiten fernhält. Leute, ich habe dies in der vergangenen Woche erlebt.
ich muss euch sagen, dass ich meine Sünden leid bin, aus mehr als einem Grund. Wenn die Türen geöffnet sind, sucht Gott, um herauszufinden, warum sie offen sind. Manchmal wird er euch ein oder zwei Remas geben, betreffend warum. Dann tut Buße und sagt euch von jener Haltung los. Schließt die Türen und bindet die Dämonen im Namen von Jesus und sendet das ganze Durcheinander in den Abgrund. Übernehmt Autorität über die Energiefelder, welche Ablenkung und Isolation verursachen. Im Namen von Jesus befehle ich diesen Energiefeldern, sich aufzulösen. Ich befehle diesen Hindernissen, in den Abgrund zu stürzen. Ich binde und befehle euch im Namen von Jesus, in den Abgrund zu stürzen und niemals zurückzukehren oder Verstärkung zu senden. Es ist kein Wunder, dass wir so immens angegriffen wurden während dieser Woche. Satan wollte nicht, dass diese Botschaften hinausgehen. Aber jetzt seid ihr bewaffnet mit einem mächtigen Arsenal an Werkzeugen gegen die Unterdrückungen, unter welchen ihr und eure Familien über Jahre gelitten haben. Bitte nehmt es zu Herzen und erinnert euch an diese Lehrgänge. So wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Richtet andere nicht gegenüber eurem Ehepartner oder irgendeiner Person oder einem Familienmitglied. Ist es nicht ganz natürlich, dass wenn wir angegriffen oder verwundet wurden von etwas, das uns oder unseren Lieben angetan wurde, dass die erste Reaktion darauf ist, jene anzugreifen und verbal zu kritisieren, die es getan haben? Die Dämonen rechnen mit dieser reflexartigen Reaktion. Sie kommen mit Pfeilen in ihren Händen, welche sie unseren besten Freunden reichen. Und wenn sie schwach sind, nutzen sie sie. Ihr reagiert dann und diskutiert ihr schlechtes Benehmen und ihr kritisiert sie vor- und rückwärts mit euren Kindern, Eltern oder mit eurem Ehepartner. Ihr alle habt gerade persönliche Türen geöffnet und jetzt wird jedes von euch Unterdrückung erleiden dafür. Da gibt es keine andere Lösung als zu lieben. Das ist, warum Jesus uns befohlen hat. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, 12. Und wie hat er die Pharisäer geliebt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34. Lasst uns also seinem Namen gegenüber als würdig erweisen, nicht nur an der Oberfläche, wo alle es sehen können, sondern tief im Innern, denn es steht geschrieben. Realisiert ihr nicht, dass was immer in den Mund hineingeht, in den Magen wandert und dann in den Abwasserkanal? Aber die Dinge, die aus dem Mund herauskommen, kommen aus dem Herzen. Und diese Dinge beschmutzen den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Morde, Ehebrüche, Hurereien, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Verleumdung. Matthäus 15, 17 bis 19. Nur um diesen Punkt zu veranschaulichen, dies geschah gestern Abend. Ich ging traurig zum Herrn, weil ich von allem fasten konnte, nur nicht von meinem Frappuccino Proteindrink, welchen ich so genieße. Und er antwortete mir: Lege deinen kritischen Geist beiseite und ich werde dein Frappe ignorieren, so als ob es nicht existiert und du vor mir gefastet hast mit Brot und Wasser. Wow!
Und dann kam die Schriftstelle. Du hast gehört, dass gesagt wurde: Begeht keinen Ehebruch. Aber ich sage euch, dass jeder, der eine Frau gierig ansieht, schon Ehebruch begangen hat mit ihr in seinem Herzen. Matthäus 5, 27 und 28. Und ich möchte dieses Prinzip aus diesem Schrifttext anwenden, indem wir den Ehebruch ersetzen, mit über andere zu reden. Dies kann für jede Sünde angewendet werden. Kritisiert einander nicht. Jeder, der es tut, hat die Seele eines anderen angegriffen in seinem Herzen. Ich habe gesehen, was Kritik den Menschen antut im Geist. Es lässt eine Seele zerrissen und blutig zurück und manchmal sogar gekreuzigt. Dies ist, warum die Strafe so heftig ist. Die Teufel sind die Polizisten Gottes. Er erlaubt ihnen, uns anzugreifen, weil wir andere angegriffen haben. Ezekiel und ich hatten eine sehr turbulente Ehe für über 12 Jahre. Es war wirklich hart, bis wir herausfanden, dass in der Minute, wo wir über jemanden schlecht dachten, ob sie nun unschuldig oder schuldig waren, und wir es nur angenommen haben oder darüber diskutiert, in genau jenem Augenblick gerieten wir in ein Argument, welches den Rest unseres Tages ruinierte. Der Herr hat uns trainiert, es ist wahr. Er ist also sehr streng mit uns und jeder, der geistig wachsen will, muss dieses Übel besiegen, bevor sie irgendwo hingehen können mit der Salbung. Ihr entfernt euch von solchen Zwischenfällen, innerlich verwundet, so als ob jemand es laut zu euch gesagt hätte oder hinter eurem Rücken oder es bloß dachte. Ein vergifteter Pfeil der Verurteilung geht direkt ins Herz und bleibt dort und es macht die Seele geistig krank. Das öffnet die Dämonentüre für jene, die euch angegriffen haben und sie geraten in die Unterdrückung. Dann kommt ihr nach Hause und diskutiert es mit eurem Ehepartner oder mit Mutter und Vater und reagiert mit Schmerz. Ihr kritisiert sie. Jetzt hat Satan mit einem Pfeil die Türen all dieser Leute geöffnet, damit sie unterdrückt werden können. Seid weise wie Schlangen und unschuldig wie Tauben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Matthäus 10, 16. Er hat uns für jede Schlacht bewaffnet, welche wir im Leben jemals antreffen werden. Gesegnet werden wir sein, wenn wir ihm gehorchen. Herr, hilf uns. Amen.